Wir sind hier auf der Sendestelle Britz vom Deutschlandradio, mitten in der Stadt Berlin. Und der Anlass für diesen Bericht, den Sie jetzt gleich sehen werden, ist, dass hier in einiger Zeit nichts mehr so sein wird wie früher. Unsere altbekannte Silhouette mit zwei Antennenmasten, dem Nordwest- und dem Südostmast, wird sich ganz gewaltig ändern. Es wird nur noch den Nordwestmast geben. Der Südostmast wird zurzeit abgerissen, da er die jetzt geltenden Bauvorschriften nicht mehr erfüllt und es da leider keine sogenannte Bestandssicherung gibt. Wir trennen uns vom Südostmast. Ihn einfach umfallen zu lassen, den Südostmast, wäre nicht möglich, ohne diese Antennenleitung zu beschädigen oder sie vorher abzubauen. Sie transportiert UKW und Mittelwelle von Deutschlandradio Kultur zum 88 Meter entfernten Nordwestmast. Das Häuschen bleibt, der Südostmast ist Mitte November Geschichte. Im wahrsten Sinne des Wortes. 1949, kurz nach der Berlin-Blockade, errichtet. Ein standhafter Zeuge des Kalten Krieges. Damals 100 Meter hoch, bis vor wenigen Wochen noch 44 Meter höher. Elektrisch freischwingend steht er da, isoliert auf einem Porzellansockel. Drei Wochen länger als geplant bleibt der Mast stehen. Erst nach Abschluss der Straßenbauarbeiten direkt vor der Einfahrt darf ein 180 Meter Kran aufs Gelände fahren, ist nach zwei Tagen aufgebaut und hebt den alten Rias und späteren Deutschlandradiomast in nur vier Teilen vom Sockel. Das letzte verschwindet nach 63 Jahren am 9. November. Halt ein Mast mit Geschichte. Seit Ende September wurden die UKW-Antennen abgebaut, dann verschwand Stück für Stück die Mastspitze, der Gitterrohr-Antennenträger, noch am Fuße des Mastes in transportable Stücke zerlegt. Stahlschrott bester Qualität. Nur 88 Meter entfernt steht der Nordwestmast, zuständig für die Programme des Deutschlandradio Kultur. In dieser Nähe schwingt der Südostmast elektromagnetisch mit. Jetzt gehen wir unten ins Antennenhaus, in dem sich die Abstellmittel befinden, mit denen die Umformung, die Anpassung von dem Sender zur Antenne stattfindet. Um die Arbeiter im benachbarten Mast nicht durch Stromschläge zu gefährden, wird der 100 Kilowatt Mittelwellensender während der Demontagearbeiten abgeschaltet. Der 100 Kilowatt UKW-Sender hat in dieser Entfernung keinen Einfluss mehr auf den Nachbarmast und bleibt eingeschaltet. Nur die Mittelwellenantenne des bleibenden Nordwestmastes reagiert auf ihren bald fehlenden Nachbarmast. Hier wird sie dann auf ihre veränderte Umgebung abgestimmt. Die UKW-Antenne an der Spitze fehlt bereits, ein Wahrzeichen ist es schon nicht mehr. Die Kabel für die UKW-Antenne sind bereits demontiert, der Mast ist hohl und die Monteure dort sind zurzeit damit beschäftigt, die alten Schrauben, die seit 1949 in diesem Mast verbaut sind, durch neue Schrauben zu ersetzen. Das hat ganz einfach Zeit- und Kostengründe. Der Mast wird ja dann irgendwie Anfang November mit einem Kran abgebaut. Und dann muss alles sehr schnell gehen. Und Schrauben, die von 1949 sind, die sind manchmal ein bisschen schwer zu lösen. Und daher schraubt man jetzt einfach neue rein, sodass man dann später nur einmal mit dem Schlüssel und dann mit der Hand Schraube schnell raus, Kran hebt an, runter, nächstes Teil. Zeit ist Geld. Auch bei uns hier. Nicht nur der Südostmast ist ein Symbol der Rundfunkgeschichte. Auf dem Betriebsgelände stehen noch zwei Kurzwellenantennen und ein rekordverdächtiger Kurzwellensender. Bis April sendete er ununterbrochen 61 Jahre lang. So, und jetzt kommen wir zu unserem lebenden Museum, hätte ich jetzt fast gesagt. Leider lebt es nicht mehr. Wir gehen jetzt zum ersten festen Gebäude, das der Rias 1949-1950 errichten ließ für seinen ersten Großsender, einen 100 Kilowatt Mittelwellensender,
der jetzt seine letzte Heimstatt im Deutschen Technikmuseum in Berlin gefunden hat. Er stand hier in diesem Bereich. Vorher, die Sender waren ja fahrbare Sender. Erst ein amerikanischer kleiner Militärsender und später der berühmte Lily Marleen Sender, bestehend aus 4 großen Koffer-LKWs mit den Sendeeinrichtungen drin. Auch er steht im Technikmuseum Berlin und kann dort besichtigt werden, allerdings nur zu besonderen Gelegenheiten. Dieses Gebäude war das Herzstück der eigentlichen Sendeanlage mit, wie gesagt, dem Mittelwellensender, dem Hauptkontrollraum, dem Kurzwellensender, einem Notstromaggregat und auch Werkstätten befanden sich hier. Stand tatsächlich auf diesem ganzen großen Gelände nur dieses eine Gebäude und die beiden kleinen Antennenhäuser. Und jetzt nehme ich Sie mit zum Kurzwellensender. Der RIAS hat sich ja von Anfang an fast eine Kurzwelle geleistet. Immer auf derselben Frequenz, auf 6005 kHz. Und die wurde von hier und von München, vom Sender Ismaning, abgestrahlt. Und von hier wirklich bis zum bitteren Ende im Frühjahr dieses Jahres. Im Jahre 1951 wurde dieser Kurzwellensender an diesem Standort in Betrieb genommen. Und er war in Betrieb bis zum Frühjahr, Ende April dieses Jahres. Und damit der dienstälteste Kurzwellensender der Welt. Es gibt ältere, ganz klar. Die stehen noch irgendwo als Reserve, werden vielleicht ab und zu mal entstaubt. Aber von den Sendern, die 24 Stunden am Tag im Betrieb waren, war das tatsächlich der älteste. Ein relativ modernes Teil, mit dem wir diesen Sender mal ausgerüstet haben. Sie sehen schon an dem Unterschied rein optisch die modernisierte Stufe, die letztendlich zum Ausfall dieses ganzen Senders geführt hat. Ich ziehe das mal raus, das sind ziemlich schwere Einschübe. Muss man ein wenig aufpassen. Dann können Sie bei einem Blick hineinwerfen, wie es aussieht, wenn man 50er Jahre Technik und 70er, 75er Jahre Technik verheiratet. Hier sehen Sie die Bauelemente dieses Vorverstärkers. Und wir vermuten, dass durch den Ausfall dieses Transistors die Leiterplatte beschädigt wurde. Und das ist eine Leiterplatte mit mehreren Ebenen, die man nicht reparieren kann. Und sie ist nicht mehr herstellbar. Und daher war das das Ende der Kurzwellenausstrahlung am Sender Britz. Nach Beendigung der Kurzwellenausstrahlung auf unserer eigentlichen Hausfrequenz, die ja schon vor einigen Jahren abgeschaltet wurde. Ils se coquérisent, ce sacré patapouf.